So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario 64. Ja, diesmal auf den Schlossgründen mal wieder. Ich habe diesmal kein Save State geladen, sondern bin einfach nochmal von vorne angefangen. Also nicht von vorne, sondern habe stinknormal abgespeichert und habe ausgemacht. Was zur Folge hat, dass wir natürlich wieder im Schlossgarten starten. Aber der Weg ist jetzt zum Glück nicht weit. Autsch, nee, gut. Lass mich da hoch, danke. Und hier rein. Gut, wir waren immer noch in der giftgrünen Grotte, Nebelgrotte stehen geblieben. Diesmal voll ausgeschlafen, das heißt, wir können uns hier jetzt reinbegeben. Mache ich die 100 Münzen jetzt? Ah, Emo-Einzelung. Durchsuche das Nebellabyrinth. Ach, komm, scheiße auf, ich mach die 100 Münzen zuerst. Gut. Ja. Ich mache jetzt also den 100 Münzen Stern. Für das Nebellabyrinth brauchen wir... Nee, wir brauchen nicht zwingend, aber es bietet sich dann doch an, die Titankappe dabei zu haben. Ach, da kriegt man sowieso nur ein... Sowieso nur einmal Münzen raus. Deswegen... Ja. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja mal was Neues. So, habe ich hier Münzen vergessen? Ich hoffe nicht. Ich springe einfach mal runter. Gut, Spinne, komm mal her. Was ist das eigentlich für Spinnen? Das sind gar keine Spinnen. Das können gar keine Spinnen sein. Spinnen haben 8 Beine, die haben nur 4. Das sind nämlich mal Insekten. So, sonst noch irgendwo was um die Augen müssen wir später noch kommen. Die 8 roten Münzen müssen wir auch noch holen. Weil das sind ja immer 16 Münzen, die wir dadurch bekommen. Du gehst kaputt, das freut mich aber. Ich glaube, da können wir doch so durch Nebellabyrinth laufen gleich. Weil da bekommen wir noch eine Menge mehr Münzen. So, aber erst einmal hier hoch, danke. Und dann muss ich die jetzt wirklich alle nochmal machen. Also die Augen brauche ich ganz sicher, da bin ich mir ziemlich sicher. Das sind 10 Münzen, die wir dadurch bekommen. Die Augen gehen mir jetzt schon auf den Geist. Ach was, lassen wir die Augen raus. Machen dafür nur roten Münzen und wir können ja wieder zurückkehren, Mario. Enttäusch mich nicht, danke. Wir können ja wieder zurückkehren. Ach, scheiß Platz, ich hasse die. Sollten uns hier Münzen fehlen. Die Idee ist gar nicht schlecht, ich glaube, so mache ich es. So, nun lass mich bitte an die Münze da und wo sind wir jetzt? Ach so, sind die Einstellungen viel, viel besser. Ach, ich bin doch auch blöd, ich bin bescheuert, aber ist ja nichts Neues. Um das Ding komme ich auch nicht ran. Mir tut mir die Augen ganz ehrlich gesagt auch ziemlich leid, weil das sind blaue Münzen, die sie ausspucken, also jeweils 10. Die sind nicht schlecht, die kann man sehr gut gebrauchen. Aber ich hoffe einfach mal, es wird nicht an denen hängen, wenn wir es nicht schaffen. Sag mal, die Plattform biegt sich ja mit uns. Wie wäre es eigentlich, wenn du mal den Kasten hättest mitgenommen? Naja, egal. Hau nicht ab. Oh, Mario, du bist so blöd. Okay, lassen wir das vorerst aus. Ich möchte mich da jetzt nicht so weiter mit dran ärgern. Ich möchte einfach nur die 100 Münzen haben und dann bin ich auch glücklich. Trottel. Danke. So, Plattform wieder da, das freut mich aber. So, nun hier ran. Ich glaube, da oben waren eine ganze Menge Münzen, um die wir uns kümmern sollten. Das hört sich hier komisch an. Okay, nichts Wichtiges anscheinend. So, hier ist eh nichts drinne. Waren hier nicht viel mehr Münzen mal? Irgendwie einfach nur bescheuert. Ich tippere irgendwie auf Zweiteres, aber tippere, ja. Ich tippere also auf Zweiteres? Nein. Ich tippe auf Zweites. Aber das ist mir jetzt egal. Das sind hier nochmal 4 Münzen. Das sind 8 Münzen insgesamt. Ich hasse die 100 Münzen. Wer denkt sich auch so ein Mist aus? 100 Münzen pro Level. Okay, es sind nur 15 Level, aber hallo? Sind sie denn total hirntot? Gut, hier kommen gleich wieder Flatterviecher, das weiß ich. Da fällt mir gerade Mr. Mir mit seinem Sch ein. Geht kaputt. Was spuckt ihr? Ich glaube, ihr gebt nur eine gelbe Münze. Nein, dann brauche ich euch nicht. Dann könnt ihr hier auch verrecken. Geht kaputt. Ach, sag mal, selbst zum Treffen bist du zu blöd. Übrigens bei die Federmaus als auch Mario. So. Ach, du bist echt zu blöd für alles, ne? So, rüber da. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das war total unnütz. Unten ankommen wir eh. Und da wir eh den 100 Münzen Stern machen, kann uns dieser Schaden auch egal sein, weil wir kriegen ihn ja gleich wieder regeneriert. Dann werdet ihr jetzt mal das Nebellabyrinth sehen. Oder speichern wir das auf... Nee, speichern wir das zum Schluss auf. Das ist zu blöd.
Ich will mir dieses M mal abgewöhnen, das ist doch furchtbar. Gehen wir einfach mal hier durch. Jetzt hätte ich das Schwein schon wieder gesagt, ne? Na, nimm mich mit, danke. So, wo landen wir hier? Ach, ich habe hier keinen Orientierungssinn. Ich hasse dieses Level, weil ich nie weiß, wo ich bin. Aber im regulären Spielverlauf sammle ich in der Regel auch nicht alle 100 Münzen. Das habe ich einmal im gesamten Leben gemacht und habe danach beschlossen, das mache ich kein zweites Mal. Was meinst du, bist zu blöd, ne? Da kommt das Ding her, um mich anzugreifen und schafft es nicht, weil es nicht hoch genug kommt. Ich glaub's nicht. Wozu hast du Flügel? Ich sag nichts mehr. Wollte da gerade ein unsichtbarer Felsen lang? Aua, 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 aua. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch. So. Ich glaube, da oben waren keine Münzen mehr. Ja, das Ding werdet ihr noch sehen. Das ist wieder mal so ein blöder Stern, auf den man so zunächst gar nicht kommt eigentlich. So, ich glaube, hier sind nur... Ist nur ein Leben drin, oder? Ja. Vermutlich eigentlich auch weg. Ja. Warum habe ich mir das jetzt schon denken können? An den Stern kommen wir später ran. Okay, Nessie, ich statte dir meinen Besuch ab und natürlich schaffen wir es nicht. Ist hier mal ein Wunder. So, dann Weitsprung bitte und nicht darauf. Aua. Die Schmerzen hast du echt bald verdient, ne? So, Nessie, dann komm doch mal her. Ich glaube, um diesen netten Schattenstern da oben muss ich auch noch Münzen. Also ich glaube, wenn ich das Level durch habe, dann mache ich 25 Kreuze. So, lass mich auf dich rauf da. Danke. Fällt mir jetzt übrigens mal auf, die Mission hieß mal, klettere auf Nessies Rücken und nicht auf ihren Kopf, aber egal. So, die Münzen will ich. Geben mir die Münzen und nun darüber. Ach, dafür müssen wir natürlich auch noch... Ich mache alles falsch heute, ne? Also, wieder den ganzen Weg nach oben. Die Münzen da hinten zählen ja leider nicht, da hinten aus dem Titan, also aus dem Grünschalterpalast. Leider eigentlich, wie ich sagen muss. Aber da lässt sich nichts machen. Stattdessen müssen wir hier diese nette Titankappe holen und... Komm her. Lauf, 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 lauf. Und... Danke. Und lauf weiter, laufen, 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 laufen. Ja, du hast es fast geschafft. Danke. Komme ich eigentlich wieder zurück, wenn wir da jetzt reingehen? Wäre höchst schlecht, wenn nicht. Dann werde ich aber auch höchstwahrscheinlich magisch depressiv. Das mache ich jetzt echt nur für 3 Münzen, ne? Toll. Das Blöde ist, da kommt zwar kontinuierlich weiter Spinnen raus, aber wir geben noch einmal Münzen. Ach, wir kommen hier noch raus, Gott liebe. Also, ja, ist irgendwie so ein Sprichwort von mir, also nicht, dass ihr jetzt in den Kümmern denkt. Wäre ja auch egal. Ja, ich glaube, dann ist jetzt das Nebellabyrinth dran. Da ist ja hinten dieser eine Schalter. Das spuckt garantiert nochmal um die 30, 40 Münzen aus. Dann sollten wir es geschafft haben. Mit den anderen Gegnern im Nebellabyrinth, ja. Bin ich zuversichtlich, dass wir die 100 Münzen haben. Spuckt er wirklich 30 bis 40 aus? Ich hoffe es mal. Ich war mir sicher, dass der blaue Münzschalter im Nebellabyrinth ziemlich ergiebig war. Was man von einigen anderen hier nicht behaupten konnte. So, wo sind wir jetzt? Stern ist da, dann müssen wir da lang. Das soll auch mal drauf kommen. Also ich finde den Hinweg ja schon furchtbar. Rückwärts ist ja alles schlimmer. Also wenn es ganz schlimm kommt, müssen wir da... Aua! Halt! Kommen wir da überhaupt zurück? Arsch. Ich habe ein höchst schlechtes Gefühl. Und ich möchte nicht, dass sich das bestätigt. Okay. Es wird nicht besser, wenn wir hier jetzt irgendwie rumstehen. Ich kann es nur durch ausprobieren, testen. So. Aber bevor ich jetzt irgendwas weitermache, bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis denne.